So, ich muss an das. Wer von euch mit Kamerakind sein? Das ist Lana. So, wir haben nämlich einen Gruß für Christoph Keller und für die Freunde des Löwen, denn wir starten heute mit einem Programm, was wir in der Zukunft ausbauen werden. Wir nennen das SM-Trinken. SM-Trinken ist eine gewollte Zweideutigkeit, wenn zum einen heißt es Stehlemüde trinken, denn wenn man mit dem ganzen anderen Quatsch durch ist, landet man doch bei guten Bränden von Christoph Keller aus der Stehlemühle. Und SM ist natürlich sozusagen qualvoll, peinlich, fröhliches Trinken. Man muss sagen, es hat seinen Preis und das muss manchmal auch in den Ring rein, weil manchmal ist es genau das Richtige sozusagen für den SM-Trinker. Manchmal muss es Stehlemühle sein. Und wir machen heute das Punch-Battle, das heißt, ich trete gegen Jemian aus New York an. Noch denkt Jemian, er hat den besseren Punch. Natürlich weiß er nichts von unserer Geheimwaffe. Wir haben zwei Geheimwaffen, ehrlich gesagt. Zum einen Banks, das ist nicht die Geheimwaffe, sondern das ist sozusagen das ist die Basis. Das gehört in jeden guten Punch. Geheimwaffe Nummer 1. Tabula Rasa. Verlernung. Und da jeder Punch eigentlich so ein bisschen mit Wein sein soll, habe ich gesagt, Wein, das würde das ja verwässern. Ich habe der Höflichkeit halber eine Flasche Madeira hineingekippt. Also wir haben 6 Flaschen Rum, 2 Flaschen Tabula Rasa, eine Flasche Madeira, ganz wenig Zitrone und Limette. Und jetzt kommt die Geheimwaffe. Die Schwarzwälder Bergaprikose, das wird den New Yorker fertig machen. Lieber Christoph, danke, dass du so tolle Aromen destillierst. SM Trinken Teil 1. Wir drohen mit Fortsetzung und freuen uns, die Amerikaner an ihre Schranken zu weisen. Yippie!